Peggy 18. Angeblich stimmt was bei der Kirche nicht. Das Taufbecken soll voller Blut sein und der Pastor ist verschwunden. Da dachte ich mir, schaue ich mir das mal an. Allein. Ach, natürlich. Kein Grund zur Panik, Layla. Ah, shit. Komm, finden wir die anderen und dann weg hier. Wisst ihr, Redfall war mal das perfekte Postkartenmotiv. Ein beschauliches Inselchen vor der Küste von Massachusetts, samt historischem Stadtkern, einem Hafenviertel und sogar einem alten Leuchtturm. Und dann ist was passiert. Einige Leute sind verschwunden. Andere wiederum haben die Seite gewechselt. Und jetzt ist jeder hier entweder ein Vampir, ein Kultist, der versucht, zum Vampir zu werden, oder tot. Und ich rede hier nicht von trashigen Horrorfilm-Vampiren. Diese Monster haben die Sonne verdeckt und das Meer verdrängt. Wir sind komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Aber wenn ich schon auf einer Insel voller Vampire feststecke, bin ich froh, dass ihr an meiner Seite seid. Beruht auf Gegenseitigkeit. Oh, danke, Jacob. Natürlich ist da auch noch Remy, unser Technikgenie und ihr süßer Roboter. Damit bist du gemeint, Brivon. Ja, wer ist ein braver Roboter? Du bist einer. Und unser Experte in Sachen Creepy. Ich bevorzuge zwar Kryptidenjäger, aber okay. Und zu guter Letzt, meine Wenigkeit. Ich habe diese seltsamen Kräfte. Wir suchen zwar nach Antworten, haben aber bis jetzt nur Blut und Verderben gefunden. Zum Glück verstecken die Vampire und ihre Speichelecker ihre Nester nicht wirklich. Ich wette, wir finden unsere Antworten in diesen ehemaligen Touristenfallen. Hab ein paar Blutsauger samt Fanclub in der Nähe des Festgeländes gesehen. Fangen wir dort an. Tarnung an. Kultisten. Entweder durch sie durch oder um sie herum. Bringen wir es hinter uns. Auf mein Zeichen. Ah, shit! Blutsack! Die wissen, dass wir hier sind. Passt auf! Mein Blutsack. Abflug! Mein Kryptidenjäger-Instinkt sagt mir, dass ein Nest in der Nähe ist. Dein was? Jeff, sowas gibt's nicht. Hab was gefunden. Oh, jetzt muss ich da einfach rein. Was ist das? Wo führt das hin? Eine Art kollektives Bewusstsein. Unglaublich. Das ist das Kino. Ich war früher oft hier. Wieso mussten sie mir das kaputt machen?
Oh, shit. Los geht's. Es stürzt gleich ein. Lauft! All of the grannies wanna sip they keep. And you come all parching in. All ugly like a brown fur cardigan. We can skip that monologue and argue. I'm like, hey.